Der Walkaway ist eines der Herzformate des Walden e.V.s. Wir haben eine hohe Nachfrage, wir haben sehr viele Kinder, sehr viele Familien, die bei uns Walkaways durchführen, die sich von uns begleiten lassen. Und das Wort Walkaway, das kann man ja doppeldeutig lesen. Einmal bedeutet es Walk away, also weggehen. Und es ist tatsächlich ein Schritt weg aus der Kindheit hin zu der Lebensphase, die wir Jugend nennen. Es ist ein Abschied nehmen. Es ist ein Prozess, der für Eltern wie Kinder sehr berührend ist, sehr emotional ist und wo nach einem Walkaway für beide Seiten was anderes ist als vor dem Walkaway. Also es ist tatsächlich ein Zurücklassen von etwas, was zu Ende gegangen ist, nämlich die Kindheit. Und zum anderen bedeutet Walkaway, wenn wir Walk away schreiben würden, bedeutet es auch einen Weg gehen. Und zwar geht es darum, dass die Kinder aus ihrer Kindheit heraustreten mit allem, was Pubertät von ihnen dann verlangt, körperlich und im Zuge der körperlichen Veränderung dann auch kognitiv, emotional, hormonell, selbstreflexiv, dass die Kinder beginnen, sich wie von sich zu distanzieren und auf sich und ihre Kindheit, auf ihre Eltern und auf ihr bisheriges Leben zurückzuschauen, ihre Beziehungen anzuschauen, zu schauen, wer und was hat dazu beigetragen, dass ich derjenige oder diejenige geworden bin, der oder die ich heute bin, mit meinen Stärken, mit meinen Schätzen, Schätze aus der Kindheit, mit meinen Schatten, mit meinen Wunden, mit den Unsicherheiten, die ich mit mir trage, vielleicht auch mit Gefühlen wie Zorn, Traurigkeit, Hilflosigkeit, Dankbarkeit, Stolz auf mich selber, auf Geschwister, auf etwas, was ich geschafft habe. Und sich begründend aus dieser Zusammenfassung des eigenen Lebens quasi in eine neue Zukunft schauen können. Also herausfinden, was soll denn mein Weg in Zukunft sein? Nicht gleich bis ich 80 bin, aber so die nächste Zeit, die nächsten Monate, die nächsten Jahre. Also geht es bei einem Walkaway darum, für die Kinder anzuerkennen und auch ihren Eltern zuzumuten, dass die Kindheit vorbei ist und dass sie es verdient haben, behandelt zu werden und respektiert zu werden, nicht mehr als Kinder, sondern als Jugendliche. Das bedeutet neue Entscheidungen, neue Verantwortlichkeiten, neue Rechte, eine neue Form der Kommunikation. Wir sagen gerne, die Pubertät ist die Zeit, wo aus Erziehung Beziehung wird. Das haben wir von Jesper Juhl gelernt. Es ist also die Zeit, wo die Kinder näher auf Augenhöhe, noch nicht auf Augenhöhe, aber näher auf Augenhöhe zu den Eltern hinrücken, wo Kommunikation, wo Entscheidungsprozesse in der Familie ganz anders ablaufen müssen. Also für die Kinder geht es darum, sich zu zeigen als Menschen, die über ihre Kindheit hinausgewachsen sind. Und wie geht das? Am besten geht das mit der Annahme einer Herausforderung, die ich als Jugendlicher mit Kinderkräften allein nicht bewerkstelligen könnte. Es muss also eine Herausforderung sein, die meinem Umfeld, die meinen Lieben, meiner Familie, meinen Geschwistern, meinen Lehrern, Lehrerinnen zeigt, dass ich über das Kind hinausgewachsen bin und dass ich es verdient habe, respektvoll anders behandelt zu werden und auch dazu in der Lage bin, anders respektvoll zu kommunizieren, zu agieren. Dass mir das zugetraut wird. Und die Herausforderung heißt bei uns, gehe eine Nacht allein und ohne alles, was dich ablenken könnte, inklusive Smartphone, inklusive Fernseher, inklusive MP3-Player, inklusive Shopping-Mall, inklusive Essen, inklusive Buch zum Lesen, Videospiele, all diese Dinge, ohne Freunde, Freundinnen. Gehe alleine eine Nacht in die Natur, etwa 12 Stunden, und begegne dir dort selbst. Und verbringe diese 12 Stunden mit dir selbst, und schaue zurück in dein Leben, berge die Schätze, werde dir auch der Wunden bewusst, werde dir deiner Verbündeten bewusst und schaue, was willst du verändern, was stimmt nicht mehr, was wünschst du dir neu, welche neuen Entscheidungen möchtest du treffen und wohin ruft dich dein Herz und wohin rufen dich deine Träume, wohin ruft dich deine Sehnsucht. Und was sind auch Sachen, wo es Zeit ist, Tacheles zu reden, zu dir zu stehen, dich zu zeigen. Also für die Teenager ist es eine Zeit, wo sie sich neu verorten. Sie schauen zurück, woher komme ich, stellen fest, wer bin ich geworden und können so eine erste Idee davon entwickeln und wohin will ich gehen und wer will ich sein.
und wie will ich anderen Menschen und auch mir selbst begegnen. Und für junge Menschen, für Teenager ist es ein sehr kraftvoller Übergang, wenn er so gestaltet wird, weil es zum einen sehr berührend ist für die Jugendlichen im Kreis der anderen Jugendlichen und beim Hören der Geschichten, der Lebensgeschichten der anderen Jugendlichen, sich selber zu verorten, zu relativieren, die eigenen Eltern in ein neues Licht zu stellen und tatsächlich einen etwas umfassenderen Überblick, einen umfassenderen Einblick und Draufblick auf das neue Leben, auf das eigene Leben zu bekommen. Das ist sehr berührend zum einen und zum anderen ist es gleichzeitig bei vielen eine erste Erfahrung davon, dass, wenn man unsicher ist, und das ist ja unsere Zeit hier tatsächlich auch, wenn wir in einer Zeit von Übergang und Übergängigkeit, wie wir das nennen, sich befindet, dass es möglich ist, in diesem Zustand handlungsfähig zu bleiben, selbstwirksam zu bleiben, damit was zu tun und da eine Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen und das konstruktiv und positiv nach vorne zu tragen. Also niemand von uns ist diesen Übergangsprozessen ausgeliefert. Und bei einem Walkaway können die Jugendlichen das wunderbar lernen, wie es geht, in so einer Zwischenzeit kompetent, souverän zu bleiben oder zu werden. Für die Eltern ist ein Walkaway auch ein Übergangsprozess. Also es ist durchaus nicht so, dass die Eltern ihre Kids am Tor abgeben und wie bei einem Feriencamp ein paar Tage später wiederkommen und die Kids wieder abholen und für die Eltern war es halt freie Zeit, sondern dieser Prozess verlangt von beiden Seiten, also vom ganzen Familiensystem, ein Zurückschauen, ein sich hinterfragen, ein sich neu betrachten und ein neu entscheiden, wie man gemeinsam nach vorne gehen will. Also für Eltern stellen sich in dieser Zeit, in diesen Tagen oder in diesen Wochen der Vorbereitung schon davor, stellen sich Fragen wie, wer bin ich durch dieses Kind, durch mein Kind, was ich jetzt hier beim Walkaway abgebe, wer bin ich durch dieses Kind geworden? Was habe ich durch dieses Kind gelernt? Über das Leben gelernt, aber auch über mich selber gelernt, vielleicht neue Seiten an mir entdeckt. Worauf bin ich stolz? Und kann ich das Ergebnis meiner Erziehungsarbeit genießen? Kann ich das, mich zurückzulehnen und zu sagen, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn und die ist gut geworden und ich habe das gut gemacht. Also gibt es so eine Seite in uns als Eltern, wo wir uns auf die Schulter klopfen und uns daran freuen können? Was gibt es für Dinge, die wir bedauern als Eltern, wo wir nicht im Frieden sind, wo wir das Gefühl haben, etwas ist nicht gelungen oder es braucht noch was, es braucht eine neue Kommunikation über ein Thema. Und die Eltern haben durchaus auch das Recht, sich zu fragen, und was möchten wir nicht mehr? Also, wenn wir Eltern von einem Jugendlichen sind und nicht mehr Eltern von dem Kind, dann gestehen wir dem Jugendlichen natürlich auch andere Freiheiten, andere Pflichten, andere Rechte, andere Verantwortlichkeiten zu. Und es gibt Sachen, wo wir als Eltern sagen können, und dafür bist du jetzt selber verantwortlich, das übergeben wir dir ganz und gar. Also was möchten wir nicht mehr? Und die Frage über all dem ist für die Eltern, sind wir bereit, einen neuen Blick auf unser Kind zu wagen? Also haben wir schon so ein festes Bild davon, wie unser Kind ist und wie sich es wohl entwickeln wird und soll und muss? Oder haben wir den Mut, uns zurückzulehnen, die Kinder anzuschauen, ihnen Wind unter die Flügel zu blasen, ohne zu wissen, wo genau sie hinfliegen werden. Vielleicht ganz woanders hin, als wir es uns rausgesucht hätten. Also ein Walkaway birgt viele Chancen. Es birgt Chancen für die Kinder, tatsächlich an ihrem Übergangsprozess hin zum Jugendlichen, zur Jugendlichen teilzunehmen, den bewusst mitzuerleben. Erwachsen werden alle so oder so, dafür reicht es zu überleben. Aber wirklich mitzukriegen, was passiert in mir drin, was sind das für Gedanken, wie geht es anderen, wie kann ich mich dazu verhalten, was habe ich für Rechte, wie geht das zu kommunizieren, ohne zu verletzen. Also das sind Chancen, wo Jugendliche sich sehr entwickeln können, mit einer großen Kraft in diese nächsten Jahre gehen können. Es birgt Chancen für die Eltern, sich selber als Eltern einzufangen, zu reflektieren und auch ihre Beziehung zu verändern zu ihrem Kind. Und es birgt Chancen für die ganze Gemeinschaft, denn es gibt so wenig Räume in unserer Gesellschaft, wo wir uns mehr generational respektvoll begegnen, wo die Erwachsenen vielleicht im Außenkreis sitzen und die Jugendlichen, die junge Generation im Innenkreis. Und die Erwachsenen öffnen ihre Ohren und öffnen ihr Herz und hören den Jugendlichen zu und lassen sich berühren von den Geschichten, die die Jugendlichen über ihr Leben erzählen, die die Jugendlichen über das Leben erzählen.
Erwachsene werden erinnert, sind in der Lage, wieder Mitgefühl für Pubertierende zu entwickeln, sind nicht mehr darauf angewiesen gewesen, ihre Kinder als Tiere zu bezeichnen. In diesem Begriff das Pubertier, mein Kind ist ein Pubertier, liegt wenig Humor und viel Disrespekt. Also an der Stelle wieder empathisch zu werden und ermöglicht diesen beiden Kreisen, manchmal sind drei Generationen im Raum, wenn die Großeltern noch dabei sind, voneinander zu lernen, übereinander zu wissen, gemeinsam stimmige Entscheidungen für alle Seiten zu treffen und auf eine gute und kraftvolle Weise vorwärts zu gehen als Familiensystem.